Ja, Spaß beiseite. Hi ho und willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem Special Let's Show von mir. Also ja, ich werde euch nicht nur DOS zeigen. Für die, die es nicht wissen, das ist DOS. Beziehungsweise die DOS-Box auf Windows 10 installiert. Juhu. Ja, ich mache heute ein Let's Show von einem sehr alten Spiel. Nämlich Die Siedler. Die Siedler 1. Ja. Und dieses Spiel läuft halt auf DOS noch. Ist irgendwann in den 90ern erschienen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr genau. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage 94, 95 rum. Aber es ist wirklich noch eine der größten Ikonen der damaligen Zeit. Und es bietet sich halt auch gerade an, wegen meinen beiden anderen Siedlerprojekten, die ich jetzt abgeschlossen bzw. bald abschließen werde. Ja, also DOS. Das erste Betriebssystem von Microsoft Windows. Und ja, jetzt kommen gleich die Klugscheißer und sagen, DOS wurde nicht von Microsoft entwickelt. Und ich habe mich auch gerade irgendwie vertan. Also das erste Betriebssystem von Microsoft, bevor Windows kam, wollte ich sagen. Sehr simpel aufgebaut, reine Kommandozeile. Gut. Wir starten als erstes mit was ganz Langweiligem, nämlich der Installation von Siedler 1. Dass ihr mal seht, also diejenigen von euch, die DOS nicht kennen, die leider nach DOS geboren wurden, wie so eine Installation vor sich geht. Da es sehr schnell geht, hab ich beschlossen, das auch noch mit einzubauen. Also ja, DOS-Box. Muss man noch Laufwerke mounten. Und ich habe halt einen Ordner auf C gemountet und mein CD-ROM-Laufwerk auf D. Und mit dem Befehl dir kann ich mir den Inhalt ausgeben. Ich besitze netterweise noch die Original-CDs von der Siedler Platinum Edition. Das sind die ersten vier Siedler-Teile inklusive aller Erweiterungen. Und ja, die erste CD beinhaltet Siedler 1 und Siedler 2, wie man hier sehen kann. Also einmal das Siedel Tilde 1 dir und das Siedel Tilde 2 dir. Und es gibt sogar Install-Buts, die wir aber wahrscheinlich nicht brauchen werden. Nee, wir gehen erst einmal mit CD, Siedel, zum Glück gibt's Tab Completion. Also anfangen den Befehl einzugeben, den Ordnernamen einzugeben und dann Tab drücken. Können wir in den Ordner wechseln und können hier da oben die Install-Exe aufrufen. Und damit sind wir schon im Installationsmodus, also im Installationsprogramm. Ja, wo soll das Programm hin installiert werden? C Blue-Byte passt soweit. 1 für installieren. Freier Platz, benötigter Platz. Drücken Sie eine Taste, ist alles in Ordnung. Sind diese Einstellungen richtig? Drücken Sie ja zum Fortfahren. Ja. Und die Installation wird ausgeführt. Yippie. Eigentlich sollte es nicht so lange dauern, aber irgendwie hat meine DOS-Box heute Ladehemmungen. Beziehungsweise mein CD-Laufwerk hat Ladehemmungen, kann sein. Also müssen wir doch kurz den Moment warten. Aber da ich eh vorhabe, zwei 1-Stunden-Aufnahmesessions, das kann ich schon mal im Voraus sagen, für die Siedler 1 zu machen, haben wir ja genug Zeit. Oh, er ist ein bisschen schneller geworden. Und ja, unglaublich, es gab schon damals DLLs.
Da ist die Siedpunktechse. Die wir eigentlich zum Start des Spiels bräuchten. Hey, Cookies. Ach ja. So, jetzt kommt das Interessanteste. Nämlich den Soundblaster, also die Soundkarte auszuwählen. Wir brauchen eigentlich den ganz normalen Soundblaster. Nicht Pro, sondern den da. Und den sollten wir auch hier nehmen. So. Schalten beides ein. Netzlaufwerk haben wir keins, nur CD-ROM-Laufwerk. Machen OK. Ihre Soundeinstellungen sind in Ordnung. Drücken Sie eine Taste. So, und dann können wir Exit machen. Um das Programm zu starten, wechseln das Verzeichnis C++-Siedler. Ja. Also mit C-Doppelpunkt wieder. Oh, sind wir ja gleich schon. Also ja, CD-Blue-Byte. Siedler. Können hier reingucken. Und wir beginnen mit der Intro.exe. Ja, der damalige Artstyle. Und ja, 1994. Steht sogar da drunter. Blue Byte 1994. So, das war das Intro. Also können wir jetzt die Was passiert, wenn ich die Siedler.bat nehme? Nehmen wir zuerst das Intro aus. Können wir das überspringen, bitte? Nein. Okay, das war nicht absichtlich. Aber doch, wir können es überspringen. Und dann startet Siedler. Sehr schön. Programmidee Volker Wertig, Alexander Jojas, Ingo Frick. Grafik Christoph Berner. Musik und Soundeffekte Heiko Ruttmann. Ja. Und das klicken wir mal weg. So. Da oben, das ist das Exit, der Exit-Button. Also da sollten wir jetzt nicht drauf drücken.
Ja, sehr rudimentäres Menü. Wir können hier in die Optionen gehen. Können laden. Raus erstmal hier. Können laden. Da ist aber nichts drin. Also wieder raus. So. Optionen. Machen wir mal den schnellen Kartenklick. Den schnellen Bauklick an. Drei Mitteilungen. Ist okay. Musik, SVGA-Mode. Ne, den SVGA-Mod, den lassen wir aus, weil der führt leider in dieser alten Version. Also für diejenigen, die sie dann mit liebkosen, sich Siedler 1 irgendwann zu kaufen, kauft die History Edition wahrscheinlich besser. Ich habe sie selber noch nicht, aber ich denke mal, dass sie besser sein wird. Gut. Das hier unten ist übrigens unser Menü nachher für Ingame. Also mit den Dingern können wir noch gar nichts anfangen. Finde ich nett, wie sie es damals gemacht haben, gleich schon das hier alles einzublenden. Wir müssen erst uns mal aussuchen, was wir spielen wollen. Und zwar, es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal Trainingsspiele, also das Tutorial. Wobei das Tutorial nur mit Handbuch geht. Weil dort im Handbuch erklärt wird, was man machen muss und wie. Um die Tutorial-Levels in die Trainingsspiele zu schaffen. Dann das freie Spiel. Mit einem Spieler gegen mehrere Gegner. Die man reinpacken und wieder rauspacken kann. Oder auch ändern kann. Man kann sogar ihre Optionen anpassen. Also sie sich verhalten sollen, wie ihre Startgüter und so weiter sind, ihr militärischer Vorteil und alles. Man kann auch zwei Spieler. Da sieht man, kriegt man hier den freundlichen. Man kann eine Demo machen, wo man so sehen kann, wie zwei KI-Gegner gegeneinander antreten. Oder halt die Kampagne spielen. Wobei die Kampagne halt auch einfach nur Skirmish-Gefechte nacheinander sind mit verschiedenen Gegnern, mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und ja, bei den Sachen könnte man halt noch die Kartengröße einstellen. Und hier sogar einen Random Seed vergeben. Ja, Random Seed, sogar einen Seed eingeben. Na komm, jetzt müssen wir den eingeben. Also ja, Random Seeds. Können hier dann die Anzahl der Gegner je nach Kartengröße festlegen. Also die Karte kleiner machen. Oder größer machen. Aber für die Demonstration will ich die Kampagne starten. Also in die erste Kampagnenmission reingehen.